Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Es ist der nächste Morgen. Wir sind vom Mount Shan wieder heruntergestiegen. Arthur hat übernachtet und vielleicht kommt euch dieser Ort bekannt vor. Ja, ich kehre hier nochmal zu einer anderen alten Wirkungsstätte zurück. Zu dieser Mine, die wir aufgesprengt haben, und werde den Wunsch einiger Zuschauer jetzt mal nachkommen und unbedingt nochmal diesen Grubenhelm oder diese Grubenkopfbedeckung mitnehmen, die man hier finden konnte, die ich ja das letzte Mal schmählich irgendwie ignoriert habe. Und da wollen wir mal gucken, ob die nicht doch ganz gut für uns ist, ob sie hier noch liegt. Wir sehen auf jeden Fall, der Typ liegt hier noch und die Mütze, die Kopfbedeckung können wir tatsächlich auch nehmen. Minenarbeitermütze. Okay. Ja, das Licht ist ein bisschen funzliger. Wir werden mal jetzt das Ding wegstecken. Und, es ist aber wirklich cool. Ich gebe es zu, das Ding ist wirklich praktisch. Ich bin angetan und ich bin überzeugt, dass es gut war, hier nochmal herzukommen. Okay, jetzt müssen wir nur mal testen, wie wir das denn jetzt vernünftig einsetzen oder tauschen können. Wahrscheinlich nur vom Pferd aus, ne? Das heißt, wir müssen dann immer vorher schon auf diese etwas skurrile Kopfbedeckung wechseln, wenn es möglicherweise Not tut. Wie das wohl betrieben wird? Ist das so eine kleine Gaslampe da vorne? Anders geht es scheinbar nicht, ne? Gut. Scotch, erkennst du uns noch wieder? Ja. So, und wie geht das jetzt mit dem Tauschen der Hüte? Also jetzt haben wir hier Arthurs Hut und die Minenarbeitermütze. Oh, ist doch perfekt. Alles klar. Und das heißt, ich kann jetzt auch auf die Minenarbeitermütze jederzeit wechseln. Das gefällt mir. Das ist eine schöne Sache. Jetzt haben wir gar keinen Hut. Das gefällt mir nicht. Den nehmen wir und das ist dann gewissermaßen gesichert. Okay, prima. Dann kann diese Markierung Gott sei Dank entfernt werden. Diese lassen wir nochmal. Vielleicht kehre ich ja nochmal zum Mount Shan zurück. Wer weiß. Wir sind eigentlich diesen Weg ja jetzt hier schon geritten. Wir wollen hoch den Little Creek River, hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ich denke mal, damit es nicht ganz so langweilig wird, werde ich jetzt mal abseits des Weges hier so an der Grenze so entlang reiten. Vielleicht entdecken wir da ja was Neues. Ja, und vermutlich werden wir auch dem blöden Puma nochmal begegnen, könnte ich mir vorstellen. Oder einem anderen. Dieser konkrete, der ist ja nur erledigt. Aber uns geht's ja auch erstmal wieder gut. Wir haben gut gefrühstückt, das kann ich euch versichern. Und Scotch hat auch was zu essen bekommen. Insofern erstmal alles bestens. Und dann mal schauen, was wir dort erleben. Vielleicht auch noch eine kleine Jagdgelegenheit. Wobei, halt, warte mal hier. Ich habe schon wieder ein Eichhörnchen gesehen, aber das werde ich aber sicherheitshalber jetzt mal direkt einrichten. Dann genügt es, glaube ich. Warte mal, wenn ich jetzt so ziehe, dann schieße ich direkt ohne zu zielen. Aber gut, man kann mit einem Druck es auf jeden Fall also bereit machen. Ja, das geht relativ simpel. Das heißt, man kann es bereit machen und dann sofort zielen und schießen. Ja, das ist perfekt. Das muss jetzt nur noch intuitiv sozusagen eingewöhnt werden, indem man das immer zu macht. Bereit machen, zielen, schießen. So, ungefähr. Außer das Schießen. Das machen wir dann nicht einfach so. Gut, jetzt war... Achso, ja, genau. Jetzt wollte ich ja genau dort an der Grenze entlang reiten. Das heißt, wir müssen dieses Gebiet mal ein bisschen genauer erkunden. Oh, Scotch, was mache ich schon wieder mit dir? Schauen wir uns das mal an, ob das überhaupt begehbar ist. Das ist hier irgendwie eine ziemlich wilde Gegend, kommt mir so vor. Wilde Gegend mit wilden Tieren. Deswegen sind wir erstmal ein bisschen vorsichtig. Die Schweine flippen direkt schon aus. Ja, Wildschweine könnten wir auch mal anfangen zu jagen. Da brauchen wir eigentlich einige. So. Da wird vermutlich die Felskante so steil sein, dass wir da nicht raufkommen, sodass hier gewissermaßen eine natürliche Grenze des Gebietes erschaffen ist, oder? Ja. Ich meine, eigentlich gehört es zu jedem Open-World-Spiel, dass man irgendwann mal austestet, wie die Grenze des Spiels funktioniert. Vielleicht ist jetzt der direkte Moment, wo wir mal hier aus der Rolle fallen und genau das mal probieren werden. Indem wir mal in dieses Tal hier einfach mal so willkürlich hineinreiten.
und gucken, wie wir gestoppt werden. Aber es sieht ganz danach aus, als ob es Felswände sind, die uns hier stoppen. Ja, hier ist nur so eine... Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Hier ist noch ein Trapper. Alles klar. Das ist ja... Den habe ich ja völlig übersehen. Hätte ich den jetzt eben... Hätte ich da irgendein Lagerfeuer sehen müssen? Das ist ja eine hübsche Entdeckung, die wir hier durch Zufall gemacht haben. Ja, toll. Da hinten. Tatsächlich, man sieht ihn. Na, großartig. Es hat sich ja tatsächlich gelohnt, hier nochmal so diesen Umweg zu machen. Umwege lohnen sich in der Regel. Das ist meine Lebenserfahrung. Wir haben jetzt beim Trapper gar nichts zu tun, außer dass wir das Puma-Fell noch verkaufen können, glaube ich zumindest. Aber es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass jemand ist. In dieser einsamen Gegend. Gott verlassen. Einsam, das muss man schon sagen. Oh, schönes Lager hast du hier. Okay, ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir verkaufen können. Naja, 3 Dollar bekommen wir dafür. Für die anderen Sachen würden wir auch irgendwas bekommen. Alligatorzahn. Ich weiß nicht, wozu das eigentlich gut sein soll. Der Rest ist aber auch nichts wert. Ich will hier nichts weiter verkaufen. Halt! Nee, doch, wir könnten noch was verkaufen, sehe ich gerade. Entschuldigt. Wir haben ja noch so ein volles Hörnchen, was wir nicht brauchen. Das kann auch noch weg. Gut, und was können wir kaufen bei ihm? Kleidung natürlich, genau. Hat er andere Sachen? Ich meinte, den Kram, das kennen wir alle schon. Ne? 26 verschiedene Hubbedeckung. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Aha, da können wir also... Ah, warte mal, es gibt auch Hut-Accessoires. Das heißt, wir können... Aha, wir können sozusagen Arthurs Hut selber noch verzieren. Das ist natürlich... Das finde ich schon witziger. Dann kann der Hut gewissermaßen Hut bleiben. Da gucke ich mal, ob mir irgendwas gefällt. Ratten... Oh Gott, ist ja widerlich. Ich will da keine Aasgeier. Ist auch komisch. Ureinwohner. Hm, können wir uns mal vormerken. Vielleicht Pilger. Das sieht alles komisch aus. Rokoko. Prächtiges Accessoire. Wir können es leider nicht richtig von der Seite uns angucken. Nee. Verfolger-Accessoire. Ich weiß nicht. Wird immer absurder. Hof, besonnenes Accessoire. Hm. Gut. Naja, so richtig gefällt mir das nicht. Was gibt's hier noch? Westen. Beinschützer, das kennen wir aber, glaube ich, alles schon. Und bestimmte Form von Stiefel. Also ich glaube nicht, dass der irgendwas anderes hat. Verstärkte Ausrüstung. Ach so, das waren diese Geschichten, die irgendwie uns... Ach so, die kriegt man, wenn man die Herausforderung abschließt. Verstehe. Kurz nochmal die Änderung. Und Sättel... Sag mal, das kommt mir neu vor. Ist vermutlich nicht neu. Ist auch eher so eine ästhetische Sache. Und Gegenstände hat er natürlich auch. Ein Tomahawk könnten wir kaufen, den Rest haben wir genug. Naja, auf jeden Fall schön, diesen Ort gefunden zu haben. Wer weiß, wofür das nochmal nötig wird. Das Wetter ist auch aufgeklärt, hervorragend. Jetzt können wir hier unsere Wildnistour fortsetzen. Ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. So, suchen wir uns mal einen Weg, bei dem sich Scotch nicht die Beine bricht. Ich glaube, ich würde mal behaupten, dass es bisher so, mal abgesehen von diesen schneebedeckten, einsamen Gegenden, ganz im Norden in den Grizzlies, so die wildeste Gegend und einsamste Gegend. Ja. Immer wieder mit tiefen Einschnitten hier von solchen... ausgetrockneten Bächen. Wir reiten mal hier oben weiter. Mal gucken, wie weit wir da so kommen. Ich werde aber kurz nochmal, weil mich das nervös macht, diese Markierung mal wegmachen. Diesen Wegpunkt. Wir wollen eigentlich jetzt, wie gesagt, dort zum Little Creek River. Okay. Hier sind auf jeden Fall schon sanfte, aber steile Hänge. Also sanft grün. Aber relativ steil abfallend. Pferde sehen wir da unten. Ja. Yep. Das ist irgendwie Besondere? Hey, ah, verdammt, sie haben uns gesehen.
Ich wollte gerade sie ein bisschen beobachten. Kriegen wir es noch hin? Werden sie weit davonlaufen? American Paint, die kennen wir also schon. Okay. Weiter geht's hier. Weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Man könnte auch, ist auch diese Bergwände sind dort interessant. Andererseits, der Blick von hier oben ist auch spektakulär. Und ich frage mich gerade, kommen wir eigentlich hier im Guten nochmal runter? Oder sind wir jetzt in so eine Art Sackgasse gekommen? Hier scheint es irgendwie runter oder auch weiter zu gehen. Oh, das wird aber für Scotch jetzt ganz schön steil. Kriegst du das hin? Nein, 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 nein. Oh Gott, das arme Tier. Was mache ich mit ihm? Ist gut, Scotch. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Mach mal ein bisschen einen auf Bergziege. Puh. Da oben sieht es jetzt irgendwie verlockend aus, als würde es da noch weitergehen. Da unten ist der Weg. Ich riskiere es mal noch mal ein bisschen. Wir reiten noch mal ein bisschen nach oben. Oh, 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 oh. Okay, alles klar. Soweit zu diesem Thema. Scotch, das war's. Wir reiten runter, ist gut. Kannst dich beruhigen. Ich riskiere jetzt nichts mehr. Da unten ist schon der Weg. Oh Gott, was mache ich hier mit dem Pferd? So, na gut, dann zurück auf ebenen Pfaden. Und dann haben wir gleich das Ziel erreicht, den Creek. Und mal gucken, wie weit wir da mit Scotch dann kommen, wenn er sich so anstellt wie eben. Wird das vermutlich jetzt nicht so sehr weit sein. Da vorne ist ja dieses Anwesen. Das Lager. Wir reiten jetzt hier mal geradeaus, um erstmal den Bach zu erreichen. Dem wir dann folgen in Richtung... Ja. Was auch immer, Pass oder Tal oder was auch immer das ist. Oh, schaut mal. Hier geht sogar ein Weg hoch. Das habe ich ja noch gar nicht realisiert. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal da, wo wir hin wollten. Ah, der Weg führt zu diesem kleinen Häuschen. Genau, das haben wir auch noch nicht erkundet. Und dann geht's dort hoch. Na gut, dann schauen wir mal. Erstmal, was da zu beobachten ist. Zu finden ist. Wer oder was? Oh, da sind schon wieder... Oh, jetzt habe ich die eingeübte Bewegung. Ist da noch eins? Habe ich natürlich nicht drauf gehabt. Sie war noch nicht so richtig. Schwarzhörnchen. Zwei Sterne nur. Wird es möglicherweise? Nee. Da klappt das mit... Oh, doch! Tatsächlich! Perfekt, Leute! Wir haben's! Wunderbar, die Sache ist durch. Das ist das, was wir für Pearson brauchten. Da hat also das Amulett doch zugeschlagen. In dem Moment, wo wir es eingesteckt haben, wurde es zu einem perfekten Schwarzhörnchenfell. Bestens. So, und hier? Wer wohnt denn hier wirklich am Ende der Welt? Was ist das für eine schöne Blockhütte? Schaut euch das mal an. Und so viele Eichhörnchen, die wir gar nicht mehr brauchen. Oha. Das ist ja ein schönes Haus. Auf Stelzen. Fast wie so ein Hochsitz für einen Jäger, bloß mit deutlich mehr Komfort. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob da jemand ist, ob jemand lebt. Wir können auf jeden Fall eintreten. Das ist doch schon mal schön. Und ein schöner Ofen. Leider können wir uns... Doch, wir könnten hier schlafen. Oh, das ist ja großartig. Endlich mal ein Bett, das wir auch zum Übernachten nutzen können. Schwarzgebrannten können wir einstecken. Raubtierköder. Okay, ganz offensichtlich ein Jäger. Ein bisschen gesalzenes Fleisch. Vielleicht ist das so eine Jagdhütte, die jeder mal benutzen kann. Wenn er hier oben ist. Fände ich auf jeden Fall eine coole Sache. Nee,
Tatsächlich, aber also mehr ist hier nicht. Kein besonderes Geheimnis. Aber auf jeden Fall ein schöner Ort, um irgendwie einen Jagdausflug zu unternehmen. Also hier kann man einfach bleiben, sich ausruhen, seine Sachen ablegen. Rasten und so weiter und so fort. Schön. Sehr, sehr schön. Gut, jetzt geht es. Das ist der Plan. Ah, das hat sogar einen Namen. Hilt a Hack oder so. Wie auch immer. Jetzt geht es mal hier hoch. Und ich bin echt gespannt, wie weit wir dort kommen. Wie weit Scotch mitmacht. Und ob da oben noch irgendwas Interessantes zu finden ist. Oder dann einfach irgendwann die Welt zu Ende ist. Was ja auch gut sein kann. Oh, wir sehen dort einen Bär. Einen riesigen Bär, der sich gerade aufrichtet. Habt ihr das gesehen? Auf der anderen Seite. Ein Grizzly. Ein Zwei-Sterne-Grizzly. Wow. Wir brauchen aber zumindest für Pearson keinen Bären. Außer mit der Zwei-Sterne. Insofern werde ich ihn jetzt auch nicht jagen. Aber es ist eine tolle Gegend irgendwie. Also wirklich völlig entlegen. Wer auf Jagd irgendwie aus ist, der sollte, glaube ich, hierher reiten. Ah, der Bär macht... Ja, ist gut. Der verfolgt uns. Oh mein Gott. Scotch. Verdammt. Wartet, 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 wartet. Wir greifen mal zur Pump Action. Und dann springen wir mal ab. Wo ist er? Da hinten. Oha! Was ist der aggressiv gewesen? Habt ihr das mitbekommen? Und wir frieren hier oben. Ah, ich hätte mich echt... Na gut, ich habe mich darauf verlassen, dass wir unsere Kleidung am Pferd haben. Deswegen bin ich nicht so gut vorbereitet. Das war aber eine Pleite. Hat sich als nicht korrekt erwiesen. Mann, 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 Mann. Was für eine Aufregung. Okay. Jetzt sind wir hier. Ziemlich am Ende der Welt. Der Fluss schlängelt sich noch etwas weiter hoch. Scotch ist noch ganz schön nervös. Teilt sich das? Sehe ich da irgendwas im Feld? Im Fels? Irgendwelche Zeichnungen? Irgendwas ist da. Okay, ich glaube, der Moment ist gekommen, wo wir absteigen und das mal zu Fuß erkunden. Kommt mir das nur so vor? Oder sind das... Ist das irgendwie eine Felsmalerei? Nee, das ist irgendwie natürlichen Ursprungs. Ja, lassen wir das mal. Okay, gut. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Aha, wir sind tatsächlich hier am Ende angekommen. Da oben wird nichts sein. Ich denke nicht, dass wir hier noch hochsteigen müssen. Ich gucke hier noch mal ein bisschen zur anderen Seite. Also hier speist sich dieser Bach. Und es ist kalt hier, oder was? Minus 1 Grad, okay. Wie weit kommen wir? Jetzt wollen wir es auf jeden Fall nochmal ausreizen. Ob wir noch irgendwas sehen. Wer weiß, an den Felswänden. Auf jeden Fall, der Blick über das Tal wird schön sein. Versuchen wir, so weit wie möglich hochzukommen. Ja, gut. Damit... Oh Gott! Wir lösen hier noch einen Steinschlag aus, Leute. Das ist natürlich auch gut möglich. Gerade bei diesem Geröllfeld. Also das ist brandgefährlich. Wenn man irgendwie im Gebirge unterwegs ist, der weiß das. Das sollte man vermeiden, was Arthur hier gerade macht. Tja, gibt es irgendwas zu gucken eigentlich? Nö. Einfach mal einen Blick. Ist das der Mount Shen da oben? Ich glaube ja. Oder ist das der Mount Shen?
Das ist, glaube ich, der Mount Shen, ne? Gibt es da zwei Berge, die so beieinander sind? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher der beiden es ist. Ah, und da sind wir auch bald beim Mount Hagen schon hier um die Ecke. Alles klar. Gut. Und, wartet mal, was ist denn das hier? Hier ist noch irgendwas. Gut, dass ich nochmal auf die Karte blicke. Da gibt es tatsächlich noch was, was wir uns angucken können. Ich markiere es mal, dass wir es finden. Da drüben. Ist es irgendwie zu sehen? Nee, ist es nicht. Na gut, dann laufen wir da mal hin. Nicht so schnell, Afa. Da oben muss das irgendwie sein. Ein schöner, klarer Gebirgsbach. Okay, Scotch, komm mal mit. Da kannst du auch hin, glaube ich. Ist gut. Hier im Wald versteckt sich was hinter dieser Kuppe. Oh, hier geht es ja direkt nochmal steil wieder runter. Uiuiui. Tatsächlich, da ist so eine Art Lager. Scotch, trauen wir uns dahin. Oh mein Gott. Da ist jemand. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Hallo? Ich wollte nur... Was? Sie killt mich. Oh mein Gott! Hunde! Verdammt! Was ist denn das für eine Oma? Ich sehe sie überhaupt nicht. Ja, beruhig dich doch mal. Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn mit ihr? Ich wollte doch nur mal Hallo sagen. Oh mein Gott. Ah, vermalt erstmal auf. Oha. Was hat er geschrieben? Er hat irgendwas ins Tagebuch geschrieben. Ich glaube, ich habe eine Hexe getroffen. Oder zumindest eine Frau, die eine sein wollte. Schade. Ich hätte echt gerne nochmal mit ihr geredet. Ich meinte... Boah. Was hat sie, weiß ich. Sie hatte eine doppelläufige Flinte und 45 Cent. Oha. Keep out, beware dogs. Jetzt sind wir auch noch direkt von hinten gekommen. Wie gemein. Ich meinte... Aber sie hätte doch einmal da sagen können, hallo, was wollt ihr hier oder so, keine Ahnung. Aber gleich feuern, gleich schießen, das ist doch immer schlecht, oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben? Immerhin, sie hat Ginseng-Elixier. Fällt mir ein, wir haben den Baldrian-Extrakt noch nicht getrunken. Cracker brauchen wir nicht. Können wir beides gleich mal zu uns nehmen. Und was haben wir hier? Premium-Zigaretten. Edle Schönheiten. Das passt ja wunderbar. Dass das nun hier zu finden ist. Sadie Russell. Wirklich eine schöne Frau. So, Nachttisch hatte sie auch. Und eine zerrissene Schatzkarte finden wir sogar. Das lohnt sich ja richtig hier. Okay, was haben wir denn hier? Also das eine könnte der Fluss sein. Das andere möglicherweise ihre Hütte. Naja, das ist aber irgendwie merkwürdig. Finde ich schwierig. Also da,
ist so eine gestrichelte Linie. Das ist wie so eine, keine Ahnung, als ob da ein Weg ist oder ich würde sagen eine Eisenbahnstrecke, aber das, warum, das müsste doch hier, also ich gehe davon aus, dass das hier in der Nähe ist, ne? Also sind auf jeden Fall zwei Gebäudestrukturen sichtbar. Und dann irgendwie, wo das X ist, ist irgendwie noch so eine Hütte oder was auch immer. Ist noch was hinten zu sehen? Oh ja, tatsächlich, wir können was lesen. Herr täglichen Gefahren sich gegen mich werde schon seit man mehrere verlegt, die ich nicht tapfe. Und okay, das ist wahrscheinlich... Interessant. Also den zweiten Teil, ich weiß nicht, ob wir den zweiten Teil finden. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder finden wir den zweiten Teil da, wo das X ist, oder wir können die gesamte Karte überhaupt erst verstehen, wenn wir irgendwo den zweiten Teil finden. Schwierige Angelegenheit. Ich werde mir mal auf unserer Karte so ein bisschen die Gegend angucken, beziehungsweise wir untersuchen nochmal den Rest hier, ob wir möglicherweise noch irgendwie einen zweiten Teil hier finden. Also, oha, das ist ja auch eine krasse Zeichnung. Hier unmittelbar finde ich jetzt nicht so zwei Gebäudestrukturen, die so in der Nähe stehen, dass da aufgezeichnet ist. Na gut, gucken wir hier nochmal uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch was anderes. Halt, nee, ich wollte mich nicht ducken, ich wollte hier mal gucken. Da sind die ganzen toten Hunde. Da unten ist wild nur. Verwester Waschbär. Na, die Hunde, die wollen wir nicht haben. Sondern diese ärmlichen Hundehütten. Eine Eichhörnchenparade. Und hier draußen scheint auch nichts mehr zu sein. Sie selbst hatte ja auch nichts anderes bei sich. No trespassing. Gut, also dass sie mit niemandem zu tun haben wollte, das ist ganz offensichtlich. Aber das konnten wir natürlich nicht wissen, weil ich meinte... Hallo, sie könnte ja auch mal Schilder auf die andere Seite hinstellen. Dann weiß man das ja. Dann würde man das ja vielleicht auch respektieren. Aber so erstmal die Hunde auf uns hetzen und dann uns erschießen wollen, das ist ja auch nicht die freundliche Art. Na gut. Reden wir uns das mal so ein. Wo ist eigentlich unser Hut abgeblieben? Irgendwie bei dem Hundekampf verloren gegangen. Okay, ich würde mal sagen, wir beenden erstmal diese Folge mit einer Hexe im Wald, die wir gefunden haben und einer halben Schatzkarte, die uns im Moment noch nicht so viel sagt. Aber wer weiß, vielleicht finden wir noch die andere Hälfte oder ich finde noch irgendwie ein Indiz hier bei der Karte, also bei der Analyse der näheren Umgebung oder sowas. Mal sehen. Also bis zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.